Hallo, guten Morgen, meine lieben Gartenfreunde. Ich befinde mich gerade in meinem Gewächshaus, bin am Schnibbeln und dachte mir, da gibt es noch eine Sache, über die wir reden müssen. Und ein Kommentar heute hat mir das auch bestätigt. Und zwar Braunfäule, Vorbeugung. Es sind nicht nur Hausmittel, die wir dazu nehmen, sondern es sind auch mechanische Mittel. Eine Schere zum Beispiel. Wenn wir die Tomaten hier, ich zeig's mal von unten. Also ich habe in meinem Gewächshaus jedes Jahr 27 Pflanzen. Und wenn es anfängt zu wachsen, wenn die Tomaten wirklich gut im Wachstum, in der Wachstumsphase sind, dann sehen wir sowas. Blätter überkreuzen sich, berühren sich, was natürlich ja nicht so toll ist. Warum? Weil ja die Braunfäule und andere Krankheiten übertragen sich so viel besser, weil die Belüftung des Gewächshauses ist das A und O bei Tomaten. Und wie gehe ich vor? Ich schnippel alle Tomatenblätter, die sich berühren, da schnippel ich einfach das Endstückchen weg. So wie heute, es ist sonnig, es ist warm. Das heißt, ich schaue dazwischen, dass sich nichts berührt, genauso hier, und schneide einfach die Spitze ein bisschen weg. Natürlich tut es der Pflanze weh, das ist mir bewusst. Ich kompensiere das aber damit, dass ich unten die Blätter so ziemlich lasse. Ich weiß, viele schneiden die unteren Blätter komplett weg. Ich mach's. Ja, ich schneide sie auch weg, aber nur die, die den Boden berühren, oder schneide nur die Spitzen weg, die den Boden berühren könnten. Die Blätter lasse ich aber. Alle. Und die bleiben, bis hier ersten Tomaten entstehen werden. Erst wenn die ersten Tomaten schon hängen, groß genug sind, um reifen anzufangen, dann werden untere Blätter von mir weggemacht. Bis dahin schnipple ich die Spitzen, damit sie sich nicht berühren. Und natürlich achte ich wieder darauf, dass es an einem sonnigen, warmen Tag passiert, dass die Wunden sofort zuziehen, trocknen, antrocknen. So. Und somit vermeiden wir Kontakt. Und ich kann trotzdem 27 Pflanzen in mein Gewächshaus pflanzen, so wie jedes Jahr. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Jahre ich das schon mache mit Tomaten, aber gute 15 bis 18 auf gleicher Stelle. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie im Gewächshaus, sag niemals nie, Probleme mit Braunfäule. Das einzige Mal, Braunfäule hat mich letztes Jahr erwischt, kalt erwischt, draußen, Freiland, wo die Tomaten mehr Platz haben, und es war einfach zu nass. Es war so nass, dass die Pflanzen quasi nie trocken waren, und ich habe es mit der Vorbeugung einfach zu spät gesehen. Das heißt, Mitte Juli habe ich schon ganz viele Tomaten entsorgen müssen draußen, weil die dann die Krankheit natürlich übertragen. Aber was noch zur Vorbeugung der Braunfäule dient: wenn wir irgendwo an einem Eckle irgendwo eine Tomatenpflanze haben, wo wir das merken, da ist was. Braunfäule ist entstanden. Sofort alle kranken, beschädigte Blätter oder Stiele wegschneiden oder gar die ganze Pflanze entsorgen. Und niemals mit der gleichen Schere, mit der gleichen Kleidung zu den gesunden Tomaten laufen. Die Schere am besten spülen oder an der Sonne trocknen lassen, am besten spülen und an der Sonne trocknen lassen oder desinfizieren. Und am nächsten Tag zu den anderen Tomaten gehen, wenn man geduscht hat oder sich umgezogen, weil die Sporen von der Krankheit, die sind überall. Die können auch an der Kleidung hängen bleiben, an unseren Händen, an den Geräten, sogar an den Pfosten. Deswegen werden die Pfosten von mir jedes Jahr schön gereinigt, mit Wasser, mit Seife, ganz normal, und dann in die Sonne gelegt, wo sie auf dem Rasen bei Hitze trocknen, bis geht nicht mehr. Und dann werden sie verräumt. Ja, das sind so kleine Tricks, mechanische Tricks zur Vorbeugung, wo man jetzt nichts anrühren muss oder sprühen muss. Aber das sind auch wiederum so Sachen, die ich mache. Ich erzähle ja in meinen Videos, wie ich das mache. Und das ist auf keinen Fall, dass es jeder so machen muss.
ihr macht so, wie ihr denkt. Ich zeige nur, wie ich das mache. Und jeder hat seine Methoden, seine Tipps, Tricks. Und wenn wir uns austauschen, dann haben wir vielleicht mehr Chancen für ein ertragreiches Tomatenjahr. Okay, das war's eigentlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Thema. Bei Fragen gerne in die Kommentare, dann reden wir darüber. Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit irgendwas, was ich noch nicht weiß, gerne teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!